Bauhaus. Schule des neuen Denkens. Feature von Jörg Sobiela. Am Donnerstag, dem 10. April 1919, entstieg dem um die Mittagsstunde aus Berlin in Weimar ankommenden Schnellzug ein Herr. Selbstverständlich war der Mann nicht der einzige Reisende, der auf dem Hauptbahnhof den Zug verließ. Im Gegenteil, alle Fahrgäste stiegen aus. Weimar war der Endpunkt der Verbindung, die in jenen Tagen als Parlamentszug bezeichnet wurde. Ein täglicher Sonderzug zwischen der Reichshauptstadt und der vorübergehenden zweiten Hauptstadt des Landes, Weimar. Seit Anfang Februar 1919 tagte in der Stadt die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung. Der Reichspräsident, die Regierung und die Spitzen der Ministerien hielten sich dort auf. Aber unser Mann dürfte sich aus der Masse der Beamten, Geschäftsleute und Lobbyisten allein schon durch sein Gepäck unterschieden haben. Während viele an ihren Aktentaschen als Dienstreisende erkennbar waren, die womöglich schon die abendliche Retourverbindung nach Berlin erreichen wollten, schleppte er einen größeren Koffer, vielleicht sogar deren zwei. Er wollte so lange bleiben, wie man ihm hier gestatten würde, seine Pläne zu verwirklichen. Ich komme mit Ungestüm nach Weimar, mit dem festen Vorsatz, aus meiner Sache ein Ganzes zu machen. Oder, wenn das nicht gelingt, wieder schnell zu verschwinden. Schrieb der Mann, der am Tag nach seiner Ankunft unter den Dienstvertrag über die Leitung der Hochschule für bildende Kunst seinen Namen setzte. Walter Gropius. Als Zweiter hatte der noch aus großherzoglichen Zeiten amtierende Oberhofmarschall Freiherr Hugo von Fritsch den Vertrag unterzeichnet. Wiederum einen Tag später, am 12. April 1919, sandte das Hofmarschallamt an die Direktion der Hochschule für bildende Kunst folgende Mitteilung. Der Direktion der Hochschule für bildende Kunst teilen wir ergebenst mit, dass die republikanische provisorische Regierung dem Antrage, die Neubenennung der Vereinigten Hochschule für bildende Kunst und Kunstgewerbeschule folgendermaßen staatliches Bauhaus in Weimar zu genehmigen stattgegeben hat. Das heute legendäre Bauhaus, die einflussreichste Kunsthochschule des 20. Jahrhunderts, war gegründet. Jedenfalls auf dem Papier. Die Aufmerksamkeit hielt sich in Grenzen. Die Augen der Öffentlichkeit blickten damals täglich auf die kleine thüringische Stadt. Das von Niederlage und Revolution, von Hunger und grassierender Grippe durchgeschüttelte Land erwartete aber Sensationen eher im Plenum der Nationalversammlung als künstlerische in der örtlichen Akademie. Die Mehrzahl der Studenten dürfte ebenfalls nicht in Weimar gewesen sein. Sie erfuhren erst 3 Wochen später mit dem Beginn des Sommersemesters, dass sie Bauhäusler waren, statt von Professoren nun von Meistern unterrichtet wurden und sich selbst nicht mehr als Studenten und Schüler, sondern als Gesellen und Lehrlinge zu betrachten hatten. Der Beginn des Bauhauses, der heute wie ein Startschuss zum Wettlauf in die gesellschaftliche Moderne nachklingt, vollzog sich weitgehend still hinter Bahnhofssperren und Passkontrollen innerhalb eines militärischen Sperrriegels, verlässlich bewahrt vor Generalstreiks oder bürgerkriegsähnlichen Kämpfen, die sich draußen durchs Land wälzten. In der Nationalversammlungsstadt wimmelte es dagegen von Abgeordneten, Politikern, Regierungsbeamten, Uniformierten, Journalisten und unzähligen Besuchern, die alle möglichst ungestört ihrem Staatsgründungstagewerk nachgehen wollten. Für Ruhe und Ordnung sorgten mehrere tausend Soldaten und Schutzleute. Dass hinter dem neuen Namensschild Bauhaus eine Lehr- und Lernrevolution stattfinden sollte, vermochte Anfang 1919 freilich kaum jemand zu ahnen. Und weder fiel den Zeitgenossen die uns heute so symbolisch bedenkenswerte zeitliche und lokale Parallelität von Republikgründung und Bauhausgründung auf, noch stießen sie sich an den Entstehungsumständen der Hochschule. Ihr geistiger Vater, der Architekt Walter Gropius,
Ihre politische Mutter, die provisorische Regierung eines kleinen deutschen Ländchens, das sich 5 Monate zuvor zum Freistaat, frei von einem Monarchen, dem Großherzog, erklärt hatte. Sachsen-Weimar-Eisenach, ein territorial zerpflücktes Gebiet innerhalb des thüringischen Kleinstaaten Flickenteppichs, 3600 Quadratkilometer groß, bewohnt von ein paar hunderttausend Einwohnern. Und schließlich die Geburtshelferin, das immer noch existierende großherzogliche Hofmarschallamt. Eine überlebte monarchische Institution als Hebamme? Eine seltsame Konstellation. Die alte Zeit regierte munter in die neue hinein, nicht nur in Weimar, nicht nur bei der Schaffung des Bauhauses. Das Hofmarschallamt fungierte als Übergangs- und Abwicklungsbehörde. Ihm oblag noch die Aufsicht über jene Einrichtungen, die zuvor traditionell und finanziell an das Herrscherhaus gebunden waren. Das Hoftheater, das seit kurzem Deutsches Nationaltheater hieß und in dem gerade Deutschlands Abgeordneten die demokratische Verfassung entwarfen. Die Bibliothek, die Musikschule, das Museum und auch die beiden Kunstakademien. Von außen betrachtet war die Bauhausgründung ja auch alles andere als eine Neugründung. Man kann Gründung sagen, obwohl es nicht im eigentlichen Sinn einer Gründung war, sondern es war eben nur, in Anführungsstrichen, die Umbenennung der bisherigen Hochschule für Bildende Kunst, die es seit 1860 gab, in staatliches Bauhaus in Weimar. Volker Wahl, langjähriger Direktor des Weimarer Hauptstaatsarchivs und Herausgeber verschiedener Quelleneditionen zur Entstehungsgeschichte des Weimarer Bauhauses. Das Problem war eben folgendes und bedingt auch durch den Ersten Weltkrieg, bedingt durch das Ende der Monarchie, dass diese Hochschule 1918 keinen Direktor mehr hatte. Zurück waren eigentlich nur 3 Lehrkräfte geblieben. Der Bildhauer Engelmann, die Maler Tedi und der Maler Klemm, Walter Klemm. Und da kam Walter Gropius ins Spiel, der schon einmal 1915 nach dem Ende der von Van der Velde gegründeten Kunstgewerbeschule, die dann offiziell geschlossen wurde, von Van der Velde ins Spiel gebracht wurde als sein Nachfolger. Aber das erledigte sich in dem Moment, als die Kunstgewerbeschule einfach geschlossen wurde während des Krieges. Also es war eine Übergangssituation. Nicht nur für die Hochschule, sondern auch für ihren Gründungsrektor Walter Gropius. Später wird er sich erinnern. Nach dem Krieg dämmerte mir, mit dem alten Krempel war es vorbei. Der alte Krempel hatte Gropius um ein Haar das Leben gekostet und die Grundlagen seiner Existenz zerstört. Der 35-jährige, immer noch junge Mann aus großbürgerlichem Hause war vor dem Krieg auf dem besten Weg zum Stararchitekten gewesen. Er hatte mit dem 1911 fertiggestellten Bau des Fagus-Werks im niedersächsischen Ahlfeld, das Schuhleisten produzierte, ein atemberaubend kühnes Meisterstück seines Könnens geliefert. Eine beinahe gläserne Fabrik, die freie Ein- und Ausblicke gewährte. Sie brach mit allen gängigen Stilprinzipien des Bauens. Der Arbeit müssen Paläste errichtet werden, die dem Arbeiter, dem Sklaven der modernen Industriearbeit, nicht nur Licht, Luft und Reinlichkeit geben, sondern ihn noch etwas spüren lassen von der Würde der gemeinsamen, großen Idee, die das Ganze treibt. Dieses Bewusstsein könnte vielleicht eine soziale Katastrophe, die bei der Gärung des heutigen Wirtschaftslebens ja täglich droht, vermeiden. Die befürchtete soziale Katastrophe ereignet sich mit der Kriegskatastrophe. Sofort nach Beginn des Krieges hatte sich Gropius freiwillig zum Militärdienst gemeldet. Er hat Glück in dem allgemeinen Kriegsunglück und kommt in den mörderischen Kriegsjahren mit heiler Haut davon. Bis zum Frühsommer 1918, als eine verirrte französische Granate den Regimentsstab trifft,
in dem er sich gerade aufhält. Außer Gropius überlebt niemand die Bombardierung des Hauses. Zwei fürchterlich lange Tage liegt der schwer Verwundete, von Todesängsten heimgesucht, eingeklemmt unter Trümmern, neben sich die toten Kameraden. Der Zustrom rußig schmeckender Luft aus einem geborstenen Schornstein bewahrt ihn vor dem Ersticken. Es ist eine existenzielle Grenzerfahrung. Gropius' unbeirrbaren Willen, fortan seine Ideen zu verwirklichen, wird man wohl auch auf dieses traumatische Überlebensereignis zurückführen dürfen. Im August 1918 trifft ihn während der Rekonvaleszenz der nächste Schlag. Seine Frau Alma, die Witwe Gustav Mahlers, gebiert ein Kind, dessen Vater nicht Gropius ist, sondern der Schriftsteller Franz Werfel, Almas heimlicher Geliebter. Der gehörnte Ehemann erfährt als letzter und nur zufällig die Wahrheit. Gropius' Leben ein Scherbenhaufen. Demobilisiert, ohne Arbeit, ohne Einkommen und dennoch mit der Verpflichtung, für eine Familie zu sorgen, die in ihrem Kern zerrüttet ist. Wie Millionen anderer Männer in Europa musste sich Gropius in dieser Situation fragen, wofür er 4 Jahre lang eigentlich gekämpft und seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hatte. Und wie gesagt, der einzige Sinn, den man ihnen propagandistisch angeboten hat für Kaiser und Reich, diese Opfer alle zu bringen, der war über Nacht verschwunden. Der Historiker Justus Ulbricht über die verlorene Generation der Kriegsheimkehrer und die Männer, die auf den Schlachtfeldern geblieben waren. Warum sind die jetzt gefallen? Warum kommen die nicht zurück? Das muss man sich ja auch in der Familie erklären oder den Kindern oder den Verwandten. Der kommt jetzt nicht zurück und keiner weiß, warum er eigentlich losgezogen ist. Denn das, wofür er losgezogen ist, ist über Nacht verschwunden. Das muss eine existenzielle Verunsicherung des ersten Grades gewesen sein. Gott ist tot, sagte Nietzsche, und wir haben ihn getötet. Und was machen wir nun, wir Mörder aller Mörder? Das heißt, wenn der gnädige Gott tot ist, wäre es uns dann gnädig? Ein neuer Mensch musste geboren werden, mit dem eine neue, bessere Zeit heraufziehen würde. In Gedichten, Essays, Aufrufen, Zeitungsartikeln schäumte der pädagogische Furor, diesen neuen Adam zu kreieren. Mit guten Augen leuchte Mensch zu Mensch. Hände fassen, Berg entgegen, Gottes nackt empor. O mein blühend Volk, aus meinen Händen alle Sonne nimm dir zu. Erhellt die Welt, die Nacht zerbricht. Brich auf ins Licht, o Mensch, ins Licht. Kurt Heinicke, Aufbruch. Die politische und private Desillusionierung bescherten Gropius sein Damaskus-Erlebnis. Der beruflich zwar innovativ denkende, aber ansonsten durchaus konservative Mann wandelte sich in kurzer Zeit zu einem konsequenten Verfechter fortschrittlicher Ideen. Die Erkenntnis, dass es Zeit sei für ein neues Denken, nicht nur in der Architekturtheorie, sondern auch für einen grundlegenden Politikwandel, habe ihn wie ein Lichtstrahl getroffen. Der alte Krempel hatte sich erledigt. Endgültig. In Berlin, wo Gropius vor dem Krieg sein Atelier hatte, trat er dem Arbeitsrat für Kunst bei, dem künstlerischen Pendant zu den Arbeiter- und Soldatenräten. Schon im Dezember 1918 übernahm er dessen Vorsitz. Was passiert da in Berlin? Es treffen sich bürgerliche Intellektuelle, fachübergreifend, wieder schon unter diesem Aspekt Einheit aller künstlerischen Disziplinen, aber auch Philosophen, teilweise auch Leute aus der Wirtschaft, mit der Frage, wie stehen wir zu dieser neuen Republik und was können wir als bürgerliche Intellektuelle einbringen? Und das zentrale Thema für diese Leute war Bildung, Schule. Und nicht nur eine Reform des Schulsystems, sondern eigentlich eine Schulrevolution zu organisieren und mitzutragen. Der Weimarer Kunsthistoriker Michael Siebenbrod, einer der besten Kenner der frühen Bauhausgeschichte. Die neue Zeit schrie nach neuen Ideen. Gropius lieferte sie.
Im Namen des Arbeitsrates für Kunst verfasste Gropius gemeinsam mit seinem Architektenkollegen Bruno Taut ein richtungsweisendes Manifest der zukünftigen Baukunst. Erstens, Stützung und Sammlung der ideellen Kräfte unter den Architekten. A. Unterstützung baulicher Ideen, welche über das Formale hinweg die Sammlung aller Volkskräfte im Sinnbild des Bauwerkes einer besseren Zukunft anstreben und den kosmischen Charakter der Architektur, ihre religiöse Grundlage aufzeigen, sogenannte Utopien. Zweitens, Volkshäuser. A. Beginn großer Volkshausbauten nicht innerhalb der Städte, sondern auf freiem Land im Anschluss an Siedlungen. Gruppen von Bauten für Theater, Musik mit Unterkunftshäusern und dergleichen gipfelnd im Kultusbau. Zeitgleich mit seinem Engagement im Arbeitsrat für Kunst streckte Gropius seine Fühler nach Weimar aus. Dort war er kein Unbekannter. Der belgische Maler und Gestalter Henri van der Velde hatte ihn als einen seiner möglichen Nachfolger empfohlen, als er 1915, nun ein feindlicher Ausländer, die Leitung der Kunstgewerbeschule niederzulegen genötigt war. Die Angelegenheit versandete. Sie war nicht kriegswichtig. Irgendwann im Spätherbst 1918, als der Wind des Umsturzes für ein paar Tage auch durch Weimar pfiff, kam wieder Bewegung in die Sache. Von wem? Es lässt sich nicht mehr einwandfrei ermitteln. Der Anstoß scheint aber noch von der alten großherzoglichen Regierung ausgegangen zu sein. An der Hochschule dachten die Professoren über die Neubesetzung des gerade vakant gewordenen Direktorenpostens nach. Verschiedene Namen und Ideen kursierten, unter anderem auch die, den verstoßenen Henri van der Velde zurückzurufen. Für Gropius war das Bewerbungskapitel in Weimar ebenfalls unabgeschlossen geblieben. Im Januar 1919 meldete er sich erneut bei Hofmarschall Hugo von Fritsch. In dem Brief wiederholte er sein künstlerisches Mantra, demzufolge die isolierten Künste aus ihrer Vereinsamung herausgeholt und unter den Fittichen der Baukunst vereint werden sollten. Ich bin mir aber voll bewusst, dass solche Ideen kaum in der großen Stadt, sondern aus einem engen Kreis innerlich sich nah berührender Künstler in einer kleinen Stadt erwachsen können, umso mehr, wenn Reste einer alten Tradition zu Hilfe kommen. Weimar, der ewige Fluchtpunkt großer Hoffnungen. Jetzt projizierte Gropius seine Erwartungen auf die Stadt, nicht nur des Restes alter Traditionen wegen, sondern auch, weil die Stadt eine kleine Stadt war. Ja, also man braucht ja bloß mal durch diese Stadt zu gehen und man trifft sofort den und den und den. Gerd Zimmermann, Architekt und Architekturtheoretiker, Gründungsrektor der Bauhaus-Universität in Weimar und Bürger der Stadt Weimar. Also es gibt eine Art von Kommunikation, teilweise zufallsgesteuert, könnte man sagen. Eine Art von Kommunikation, die es in der Großstadt gar nicht gibt. Wo jede Kommunikation sozusagen eines Plans bedarf. Das ist hier nicht so. Und insofern auch dieses Milieu der kleinen Stadt, ihren verschiedenen Köpfen, die nun auch wiederum aus dieser Kulturstadt, die es ja schon immer war, herrühren, einen permanenten Diskurs, einen permanenten Austausch erzeugen. Und sollte man nicht unterschätzen, finde ich auch heute, einen klaren Vorteil einer Stadt wie Weimar. Die Nachteile des Provinziellen sollte Gropius freilich noch zur Genüge erfahren. Weimar zählte 1919 etwas mehr als 37.000 Einwohner. Ja, Weimar war eine ehemalige Residenzstadt und dadurch auch eine Garnisonsstadt. Es war eine Stadt des konservativen Beamtentums und des kleinen und mittleren Adels, der auch eher konservativ war. Es war also eine bürgerlich dominierte Stadt mit vielen Pensionären aus der wilhelminischen Oberschicht. Also gegenüber Neuerung, radikaler Veränderung eher skeptisch. Es ist eine Kleinstadt und Kleinstädte ticken ja ohnehin anders als Großstädte. Das ist ja bis heute so. Eine Kleinstadt, wo jeder jeden kennt, wo jeder oftmals auch kennt, was der andere weiß oder wählt, wo sein Herz schlägt. Mit anderen Worten, Gesinnungswandel, politische Überzeugungen,
utopische Hoffnungen kriegen alle anderen sozusagen auch mit. Solche überschaubaren Gemeinwesen waren nach dem Ende des Ersten Weltkriegs das urbane Ideal vieler Architekten. Sie lehnten die Städte des 19. Jahrhunderts als chaotisch und unorganisiert ab. Wer 1919 über die Zukunft der Metropolen wie auch über die des Städtchens Weimar nachdachte und Zukunft in der Herkunft verortete, der durfte sich mit der liberalen Weimarischen Landeszeitung auf der richtigen Seite wähnen. Anfang Februar las man in dem Blatt unter dem Titel »Lob der Kleinstadt« eine hingebungsvolle Rezension von Heinrich Tessenows Büchleins »Handwerk und Kleinstadt«. Tessenow hatte sich als Miterbauer der Gartenstädte von Dresden und Magdeburg, Hellerau und Hopfgarten einen Namen gemacht. Gropius war ihm im Arbeitsrat für Kunst begegnet. Wohlwollend zitierte die Zeitung aus den Ansichten des bekannten Reformarchitekten. Die Kleinstadt hat den Menschen gegenüber nicht die kalte Gleichgültigkeit der Großstadt und nicht das nackt Intime des Dorfes. Sie ist überall nüchtern, praktisch, aber auch überall romantisch empfindsam. Und ihren Werktag überragt ein Dom, der uns mit seinen Läuten auch im fernsten Kleinstadtwinkel wohl noch extra mahnt, dass wir den Sonntag auch nicht ganz vergessen und dann als Menschenwerk so unerhört großmächtig ist. Die Kleinstadt war laut Tessenow der glückliche Rahmen für Menschentum und Menschenarbeit und der Nährboden für Wohlstand sei einzig das Handwerk. Nur die Kleinstadt fordere und fördere wahre Kreativität und menschliche Würde. Das Weimarer Blatt war nicht das einzige, das Tessenows Kleinstadtlob hervorhob. Die Besprechung durch den einflussreichen Kunstkritiker Karl Scheffler in der angesehenen Vossischen Zeitung aus Berlin steigerte sich zu einem wahren Hymnus. Schefflers Fazit: dringende Lektüreempfehlung für alle Deutschen. Folgen die Deutschen dem Weg, der hier gewiesen wird, so ist Deutschland gerettet. Dann kann ihm nichts geschehen, was die Zukunft politisch auch bringen möge, weil seine Existenz dann auf einem Felsen gegründet ist, auf Natur, hochwertiger Arbeit und Vernunft. Manufaktum. Es gab sie schon, die guten alten Dinge, seit der englischen Arts and Crafts Bewegung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Tatsache ist, dass schon die Arts and Crafts Bewegung sich explizit und emphatisch auf das Mittelalter bezogen hat, auf die Handwerkskunst des Mittelalters, also auf die gehobene Handwerkskunst des Mittelalters, nicht auf die Altershandwerkskunst. Es gibt ja eine immens entwickelte Gotikbegeisterung schon im frühen Expressionismus. Und die Gotik hat eben dieses himmelwärtsstrahlende der Kathedralsymbolik. Und es ist eben nicht nur eine Kathedralsymbolik. Insofern ist Feindlingers berühmter Holzschnitt auf dem ersten Programm des Bauhauses nicht irgendwie ein gewähltes Motiv, sondern steht eben auch in diesem Kontext dieses Traumes der Versöhnung von Kunst, Volk und Religion, das man in die Gotik sozusagen hinein projiziert hat, schon vor 1900. Aber noch hat Feininger, der Liebhaber spitzer Kirchtürme, seinen Holzschnitt nicht gedruckt und Gropius sein Manifest nicht veröffentlicht. Unterdessen war auch das Weimarer Hofmarschallamt in der Personalangelegenheit Gropius nicht untätig geblieben. Hofmarschall von Fritsch hatte über den Neuen gute Referenzen eingeholt. Und nun in der neuen Zeit wollten auch die Akademielehrer den vormals Ungewollten. Mehrmals im Februar und März reiste Gropius nach Weimar. Bescheiden trat er nicht auf. Er stellte anspruchsvolle Forderungen und blieb skeptisch, ob seine radikalen Pläne in der Residenzstadt akzeptiert würden. Ich habe durch mein Zögern erstaunlich viel durchgesetzt. Immer wenn sie Ausflüchte machten, fuhr ich wieder weg. Und sie holten mich bald wieder hin.
Andererseits bot sich neben dem Kleinstadtreiz in Weimar eine einmalig günstige Konstellation für die Verwirklichung von Gropius' Ideen. Die Verhältnisse sind augenblicklich dadurch, dass die Kunstgewerbeschule aufgehoben wurde, also von Grund aus neu gestaltet werden kann, und dadurch, dass 4 Lehrstellen an der Hochschule für bildende Künste freistehen, außerordentlich günstig. Es dürfte im Augenblick in Deutschland wohl kaum eine zweite Gelegenheit sein, ein größeres Kunstschulunternehmen ohne radikale Eingriffe in das Bestehende, den modernen Ideen entsprechend umzugestalten. Da auch die besagten 4 Lehrstellen noch unbesetzt waren und er sich Autonomie bei der Auswahl der Lehrkräfte ausbedungen hatte, konnte Gropius schnell seine Leute ins bestehende Hochschulgefüge implantieren. Und damals wurden von Gropius vorgeschlagen, aber auch von dem Lehrerkollegium mitgetragen, beschlossen, wir berufen Feininger, wir berufen den Maler Johannes Itten aus Wien, den Gropius bei seiner Frau Alma, Maler Gropius, kennengelernt hatte zuvor. Wir berufen Gerhard Marx und wir berufen noch einen Maler aus Berlin, Cäsar Klein, der hat aber kurz danach gesagt, nein, ich nicht. Das war der 11. April. Am 12. April hat man sich wieder zusammengesetzt und hat neue Satzungen entworfen, die im Bauhaus-Manifest veröffentlicht wurden. Es war gewiss kein Zufall, dass der Vorwärts, die bedeutendste Zeitung der Sozialdemokratie und in jenen Monaten nach der Deutschen Revolution fast so etwas wie die Stimme der Regierung, am 6. Februar 1919 eine erste Skizze der Gropiusschen Vision vom neuen Bauen im neuen Staat druckte. An jenem 6. Februar wurde in Weimar die Nationalversammlung eröffnet. Unter der Überschrift »Der freie Volksstaat und die Kunst« formulierte Walter Gropius, der Vorsitzende des Berliner Arbeitsrates für Kunst, seine Vorstellungen von Staat, Kunst und Volk. Der alte, zerbrochene Staat herrschte mit der Geste des Gewalthabers über die Kunst. Der neue Staat muss ihr dienen, um sich das große Beiwort der Freier erst zu erringen. Er muss freie Flugbahn schaffen für den schöpferischen Geist. Wir brauchen eine neue gemeinsame Geistigkeit des ganzen Volkes. Neue, geistig noch nicht erschlossene Schichten des Volkes drängen aus der Tiefe empor. An sie wird der kommende Künstler sich wenden, an das urwüchsig heitere Volksgemüt, das sich nicht scheut vor Farbe, Goldglanz und Süßigkeit, vor kindlicher Freude am Schönen. Aber wie gelangt das Volk zu jener Gemeinsamkeit im Geistigen, die erst den natürlichen Rhythmus der Gemeinsamkeit schafft? Durch Selbsterziehung würde dieses neue Geschlecht die Menschheit moralisch und geistig verjüngen. Dann würden die Künste in Aktion und zugleich aus ihrer Abgeschiedenheit heraustreten. Denn nur durch inniges Mit- und Ineinanderwirken aller künstlerischen Disziplinen könne eine Zeit jenes vielstimmige Orchester erzeugen, das allein den Namen Kunst verdient. Der berufene Dirigent dieses Orchesters war von Alters her der Architekt. Architekt heißt Führer der Kunst. Sein hohes Amt muss im Volksstaat wieder öffentliche Geltung finden. Er selbst muss sich erzwingen durch jene hohe Menschlichkeit, die über dem Wirken des Tages steht. Er muss die gleichgesinnten Werkleute wieder um sich versammeln zu enger persönlicher Fühlung, wie die Meister der gotischen Dome in den Bauhütten des Mittelalters, und so in neuen Arbeits- und Lebensgemeinschaften aller Künstler untereinander den Freiheitsdom der Zukunft vorbereiten, nicht behindert, sondern getragen von der Gesamtheit des Volkes. Die Ideen des staatlichen Bauhauses im Embryonalzustand. Die Programmschrift, das Manifest des Bauhauses, nahm die gedanklichen Fäden des Vorwärtsartikels auf und spann sie weiter. Hatte Gropius in dem Zeitungsartikel der Person des Architekten einen Führungsanspruch verliehen, so widmete er sich jetzt der universellen Stellung seines Metiers, der Baukunst,
die alle Künste vereinen sollte. Architekten, Bildhauer, Maler, wir alle müssen zum Handwerk zurück. Denn es gibt keine Kunst von Beruf. Es gibt keinen Wesensunterschied zwischen dem Künstler und dem Handwerker. Der Künstler ist eine Steigerung des Handwerkers. Gnade des Himmels lässt in seltenen Lichtmomenten, die jenseits seines Wollens stehen, unbewusst Kunst aus dem Werk seiner Hand erblühen. Die Grundlage des Werkmäßigen aber ist unerlässlich für jeden Künstler. Dort ist der Urquell des schöpferischen Gestaltens. Bilden wir also eine neue Zunft der Handwerker ohne die klassentrennende Anmaßung, die eine hochmütige Mauer zwischen Handwerkern und Künstlern errichten wollte. Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird, Architektur und Plastik und Malerei, der aus Millionen Händen der Handwerker einst gen Himmel steigen wird, als kristallenes Sinnbild eines neuen, kommenden Glaubens. Vorwärts Handwerker zu neuen Domen. Nicht weniger als 16 Mal werden in dem Gründungsdokument das Handwerk, der Handwerker, das Handwerkliche und das Werk der Hand hervorgehoben. Der Bauhausaufruf klingt wie das Evangelium einer Sekte. Eine Kirche schmückte auch das Titelblatt der Programmschrift des Bauhauses, die zu Beginn des Sommersemesters erschien. Dieser Holzschnitt war der künstlerische Einstand von Lionel Feininger, der als erster der Neuberufenen Anfang Mai 1919 seine Lehrtätigkeit aufnahm. Mit scharfkantigen und spitzwinkligen Dächern strebt Feiningers Bauhaus-Domkirche in die Höhe, beschirmt und überstrahlt von drei Sternen, deren prismatische Lichtbahnen das Gotteshaus in ein Dreieck einschließen. Die weihnachtliche Aufladung des Schmuckblatts ist unübersehbar und besagte: Von Weimar Bethlehem kommt die Erlösung der selbstgenügsamen Eigenheit. Der Bruch mit der Vergangenheit, der war für das Bauhaus essentiell. Gerd Zimmermann. Aber da muss man sich eigentlich wundern. Eine Kathedrale als den großen symbolischen Bau. Von daher kommt der Gedanke des Gesamtkunstwerks, an dem sich alle Künste treffen. Von dem her kommt auch der Fokus auf die Bauhütte. Von der Bauhütte kommt der Name Bauhaus. Das war die Grundidee. Das Frappierende ist, wir stecken mitten, wir sprechen von 1919, wir stecken mitten in einer hochindustrialisierten Welt. Und in diesem Moment sozusagen fallen sie scheinbar zurück auf ein mittelalterliches Modell. Das heißt, man kommt eigentlich nicht ohne die Vergangenheit aus, aber Vergangenheit ist im Kontext der Moderne immer eine gebrochene. Sie ist niemals eine kontinuierliche Tradition. So, das Bauhaus greift ja auch nicht auf das 19. Jahrhundert zurück, es greift auf das Mittelalter zurück. Die ferne Vergangenheit wird als Folie benutzt, um etwas ganz anderes zu tun, nämlich eine Utopie zu formulieren. Die Technik, dieses Verfahren kennen wir ja. Die ganze Aufklärung hat nichts anderes getan, als ihre Ideale durchzuspielen an den entlegenen Griechen, an den entlegenen Römern. Und genau das macht das Bauhaus. Das ist eigentlich eine interessante Diagnose, weil sie zeigt uns, wie die Verfasstheit der Moderne ist. Die Moderne kennt keine Tradition. Sie kennt eine Reflexion, die historische Modelle als Referenzen benutzt. Es geht um Reflexion. Das Band lässt sich überhaupt nur durch Reflexion herstellen. Das ist radikal gedacht und hat eigentlich die Konsequenz, mit der das Bauhaus gestartet ist. Mit einem gebrochenen Blick zurück nach vorn. Walter Gropius beschrieb es so. Dieses Programm war genügend weit und variabel für die spätere Durchführung in der Praxis und hielt in seinem grundsätzlichen Gefüge allen späteren Stürmen stand. Gropius wusste schon sehr genau, was er da treibt und mit wem er sich dann nochmal verbündet. Der Weimarer Kunsthistoriker Michael Siebenbrot. Darum die Vereinigung aller Künste. Am Bau steht da drin, aber die Vereinigung aller Künste ist eine zentrale intellektuelle Figur, die von Gropius aus maßgeblich bestimmt wird. Das darf man nicht unterschätzen. Und darum Bühne und Musik und all diese Dinge, selbst wenn es nicht sein Schwerpunkt ist, darum die Einheit aller künstlerischen Disziplinen, das ist das Credo.
Gropius brachte nicht nur seine modernen, in ein mittelalterliches Gewand gekleidete Ideen mit nach Weimar, sondern auch seine persönlichen Verbindungen. Wir würden heute sagen, sein Netzwerk. Es umspannte seinen Berliner Kreis und dank der Ehe mit Alma deren Wiener Kontakte. Walter Gropius an den Intendanten des Deutschen Nationaltheaters Ernst Hart, 14. April 1919. Wir Gleichgesinnten müssen untereinander wirklich wollen und uns nichts Kleines vornehmen. Es muss ein Zusammenschluss all den materiellen Widrigkeiten zum Trotz gelingen. Die Dinge werden in der Welt ja nur durch den Anstoß von Wollenden. Meine Idee von Weimar ist keine kleine. Ich sehe gerade in dem Punkt der alten, schwer überwindlichen Traditionen die Möglichkeit, fruchtbare Reibungsflächen für das Neue zu schaffen. Ich glaube bestimmt, dass Weimar gerade um seiner Weltbekanntheit willen der geeignetste Boden ist, um dort den Grundstein einer Republik der Geister zu legen. Schaffen wir doch zunächst eine Idee, die wir mit allen Mitteln in der Öffentlichkeit propagieren, so wird die Ausführung nach und nach folgen. So mystisch rückwärts gewandt dieses beschworene Bild vom großen Kultbau auch sein mochte und so sehr die Sprache des Bauhausmanifestes im Duktus einer Predigt schwelgte, so konkret und nüchtern wird die Präambel, wo es um die Erläuterung der Lehrgrundsätze geht. Organisches Gestalten aus handwerklichem Können entwickelt. Vermeidung alles Starren, Bevorzugung des Schöpferischen. Freiheit der Individualität, aber strenges Studium. Zunftgemäße Meister- und Gesellenproben vor dem Meisterrat des Bauhauses oder vor fremden Meistern. Mitarbeit der Studierenden an den Arbeiten der Meister. Auftragsvermittlung auch an Studierende. Gemeinsame Planung umfangreicher utopischer Bauentwürfe, Volks- und Kultbauten mit weit gestecktem Ziel. Mitarbeit aller Meister und Studierenden, Architekten, Maler, Bildhauer an diesen Entwürfen mit dem Ziel allmählichen Einklangs aller zum Bau gehörigen Glieder und Teile. Ständige Fühlung mit Führern des Handwerks und Industrien im Lande. Binnen kurzem schälte sich aus dem Dombauhüttigen Mummenschanz eine einzigartig neue Lehrpraxis heraus. Die Universitas einer ganzheitlichen Bildung. Überraschenderweise verzichtete sie vorerst auf eine eigene Architekturklasse. Zunächst sollte der neue Mensch herangebildet werden. Das Bauhaus war also die erste Hochschule der Welt, behaupte ich immer, bis mir einer das Gegenteil beweist, die ein pluralistisches Lehrkonzept hatte. Das ist ganz fundamental wichtig. Also es wird nicht bekanntes Wissen vom Katheder runter unterrichtet. Es wird nicht das Prinzip Nachahmung praktiziert. Ich mache es mal an zwei Beispielen fest. Man konnte hier 1921, 22 die Phänomene Form und Farbe studieren. Form und Farbe bei Paul Klee, Form und Farbe bei Wassily Kandinsky, Form und Farbe, ich setze nochmal zurück an den Anfang, nämlich den Begründer des Vorkurses, Johannes Itten, Georg Muche, also ein drittes Farbformkonzept. Man konnte Form und Farbe bei Oskar Schlemmer studieren, würde man heute sagen. Und man konnte Form und Farbe, und dann wird es nochmal bauhäuslerischer und unterstreicht dieses ganze Konzept, Form und Farbe 1923 schon bei einem Studierenden auch einen Kurs nehmen, nämlich bei Ludwig Hirschfeld-Mack. Das finde ich immer ganz bedeutsam, dass von Anfang an Studierende auch unterrichtet haben. Das zweite Bauhausprinzip, Internationalität. Und das war natürlich auch ein Paradigmenwechsel gegenüber den mit nationalistischen Mitteln geführten Ersten Weltkrieg. Bekennen wir uns zu den 60% oder 70%, die deutschnational bleiben in Deutschland, oder bekennen wir uns zu den Zeichen der Zeit, die Verbindung zwischen moderner, demokratischer, globaler Industriegesellschaft und dafür ein universitäres Programm zu entwickeln. Das ist also dann nochmal das Prinzip Internationalität. Das dritte und vierte Bauhausprinzip, Meister, Gesellen und Lehrlinge lernen und schaffen zusammen. Diese Prinzipien aber jetzt mutig in eine staatliche Hochschule zu überführen,
Das ist ein Quantensprung, das ist was anderes. Wir reden ja über akademische Strukturen. Der pädagogische Ansatz von Itten, der ein gelernter Grundschullehrer auch war, muss man sagen, bestand eben darin, die Leute eben erstmal frei zu machen von diesem ganzen bürgerlichen Ballast, der ja auf ihnen lastete. Und da praktisch wie ein Baby, sage ich mal, die Welt neu zu erfahren. Das heißt, überhaupt erstmal die eigenen Sinne zu begreifen und alle Sinne zu trainieren, hat mit Kunst gar nichts zu tun. Eigentlich hätte es ja Liebe auf den ersten Blick sein können zwischen dem neuen Dombaumeistern und Weimar. Die kleine Stadt als Wert an sich, die Besinnung auf Tradition und urdeutsches Wesen. Schon Goethe hatte das Straßburger Münster und seinen Schöpfer angehimmelt, und im Arbeitszimmer von Walter Gropius hing ein Aufriss des Ulmer Münsters. Aber die Chronik der Missverständnisse setzte unverzüglich ein. Handwerk, ja, aber bitte schön nicht an der ehrwürdigen Kunstakademie, wo so herrliche Landschaftsbilder entstanden und noch kürzlich Fritz Mackensen malt im Allgemeinen Kühe im Grün, der geachtete Direktor war. Schon die Namensänderung von Kunsthochschule zu Bauhaus erregte Unmut. Gropius sollte sehr schnell merken, dass die blauäugigen Implikationen von Kleinstadt und Kritik des Kollegen Tessenow auf das monarchisch-konservative Weimar nicht zutrafen. Ausgemachte Schufte, wie er sie nannte, würden mit maßgebendem Einfluss seine Geistesrepublik als Auswuchs schmähen. Die Stadt und die neue Kunstschule begannen sich in fortgesetzter Antipathie gegeneinander auszuschließen. Hier ist ein Wespennest aus dem Schlaf aufgefahren und beginnt seine Stiche gegen mich. Das war erst der Anfang. Aus dem Geplänkel der Antipathien und Vorbehalte brach im Dezember 1919 ein Kampf der Weltanschauungen und politischen Richtungen hervor, der erst mit dem Weggang des Bauhauses 1925 verebbte. Der vordergründige Anlass war die völkisch-nationalistisch übersprudelnde Stegreifrede eines Meisterschülers auf einer Bürgerversammlung, entgegen der Weisung von Gropius, öffentliche politische Stellungnahmen zu unterlassen. Eine heftige Polarisierung innerhalb des Bauhauses setzte ein, die von seinen Gegnern als Symptom für das Scheitern des linken Experiments ausgelegt wurde. Vor dem ideologischen Riss hatte sich schon ein erster ästhetischer Riss aufgetan, als der dominante neue Bauhausdirektor die erste interne Ausstellung von Schülerarbeiten beurteilte. Denn wir stehen in einer ungeheuer chaotischen Zeit, und diese kleine Ausstellung ist ihr echtes Spiegelbild. Viele schöne Rahmen, prachtvolle Aufmachung, fertige Bilder, für wen eigentlich? Wer kann heute ein fertig gebautes, durchgeführtes Bild malen? Mit dieser Frage, die schon ihre Negation enthielt, stieß Gropius die alten akademischen Professoren und etliche ihrer Schüler vor den Kopf. Sie fühlten sich ungerecht behandelt. Gekränkt und verständnislos wandten sie sich von den ungestümen Idealen des Direktors ab. Es wird schweren Kampf geben, um die gute Sache durchzusetzen. Zur Defensive bin ich aber nicht geboren und gehe vorwärts. Nachdem die lästige Nationalversammlung ihren Sitz nach Berlin zurückverlegt hatte, wollte das Weimarer Bürgertum endlich wieder seine Ruhe haben, auch vor den Störenfrieden des Bauhauses. Die waren zwar bloß eine Handvoll, obwohl das Bauhaus dank Gropius strategisch geschickter Werbung sofort enormen Zulauf hatte. Aber schon im nationalversammlungsträchtigen Publikumsverkehr war dieses bunt gemischte Häuflein aufgefallen. Junge Männer mit hungrigen Gesichtern in verschlissenen Soldatenklamotten, gerade ausgemustert und ohne Geld und Lust, sich einen steifen Vatermörderkragen umzulegen. Junge Frauen, die sich wie Zigeunerinnen ihre Röcke selber nähten und ihre Pullover strickten. Der Historiker Justus Ulbricht
Es sind Frauen dabei in einer größeren Stückzahl als in anderen Kunstschulen. Es sind ehemalige Kriegsteilnehmer. Wenn sie jünger sind, sind sie an der Heimatfront gewesen. Es sind Wandervögel, es sind Vegetarier. Es sind alle Leute aus allen Bewegungen, die man bildungsbürgerliche Reformbewegung nennt, die es schon vor dem Ersten Weltkrieg gibt. Ausdruckstänzer und Veganer und Vegetarier, die eine andere Welt wollen, indem sie ihr eigenes privates Leben verändern. Es sind Mystikanhänger dabei, Buddhismusfans und Leute, die eben religiös auf der Suche nach Halt und Orientierung sind. Die Galionsfigur ist ja immer Johannes Itten gewesen für diese Schüler. Anhänger der Mazdasnahen Lehre, wo alle glauben, die kommt aus Asien, der Gründer von Mazdasnahen kommt aus Leipzig. Das ist eine pseudo-asiatische Religiosität, die sich jemand am Schreibtisch erfunden hat. Aber es gibt natürlich auch die Rezeption des Buddhismus, des Theravada-Buddhismus, den es in deutschen Übersetzungen überhaupt zu lesen gab. Das gab es ja vorher nicht. Und es gibt das, was Eugen Diederichs in Jena gemacht hat, die deutschen Mystik in hochdeutschen Übersetzungen. Die bedient man sich auch kräftig. Und man hat jahrelang auch in der Bauhausforschung übersehen, dass im Arbeitszimmer von Johannes Itten ein einziges Bild hing über dem Schreibtisch. Und das war Ignatius von Loyola. Itten hat ja immer von Orden gesprochen. Sein Vorbild waren die Jesuiten. Also die intellektuelle Avantgarde des Katholizismus. Ja. Dahinter steht eben die wirklich bisweilen krampfhafte Suche nach einem geistigen Halt. Und wenn man die Proklamationen einzelner Bauhausmeister und Schüler liest, gerade aus der Frühzeit, da sind das hochreligiöse aufgeladene Texte. Und dann guckt man eben auch auf die Meister, von denen man hofft, dass sie Orientierung bieten. Aber die haben teilweise mit sich selber auch genug zu tun. Oskar Schlemmer hat sich kurz vor seinem Weg nach Weimar überlegt, ob er nicht doch nach Darmstadt in die Schule der Weisheit geht von Hermann Graf Keiseling. Eines der wichtigsten, heute würde man sagen, Esoterikzentren des damaligen Deutschland. Und er hat sich dann für das Bauhaus entschieden und dann war er im anderen Esoterikzentrum, könnte man sagen. Nicht ganz so vergeistigt wie Keiserling und Co. in Darmstadt, aber dennoch dieser hoch aufgeladen mit religiöser Energie. Als Walter Gropius Weihnachtsgeschenke verteilt 1919 an seine Schüler, da schreibt eine Schülerin in ihr Tagebuch, wie Fußwaschung. Die Erwartung an diese Meister, das war eine Erwartung eher an Propheten als an profane Ausbilder. Es waren nicht nur die üblichen Verdächtigen, die sich lauthals gegen das Bauhaus stellten. Eben hatte noch der sozialdemokratische Regierungschef von Sachsen-Weimar, August Baudert, die Neugründung der Hochschule mit ausgehandelt und befürwortet, und schon beeilte auch er sich mit seinem Unverständnis gegenüber der neuen Kunst, so wie das Politiker meistens bei öffentlichem Gegenwind tun, der plötzlich um eine Sache bläst, die sie kurz vorher noch gut geheißen haben. Der Mäzen Harry Graf Kessler, der einen zweiten Wohnsitz in Weimar unterhielt, hörte schon Ende August 1919 in Berlin von Bauderts Vorurteilen über das Bauhaus. Die Kunstschule sei unter Gropius ein Herd des Spartakismus und des Judentums geworden. Kessler wandte sich dezidiert gegen die Rufschädigung. An seiner ersten Wirkungsstätte wurde das Bauhaus schon bald zum Buhhaus. Weimarer Kindern, die nicht parieren wollten, drohten die Eltern: Wenn ihr nicht artig seid, stecken wir euch ins Bauhaus. Aus dem großen zeitlichen Abstand von 4 Jahrzehnten und altersmilde geworden, schaute Walter Gropius an seinem Lebensende auf das Weimar-Experimentierfeld zurück, wo junge Leute gestrandet waren. Die, aus einer Mischung tiefer Niedergeschlagenheit als Folge des verlorenen Krieges und der Zerrüttung geistigen und wirtschaftlichen Lebens, aus diesen Trümmern etwas Neues aufbauen wollten, ohne die bis dahin so drückend empfundene staatliche Bevormundung. Aus dem In- und Ausland kamen junge Leute herbei, nicht um werkgerechte Lampen zu entwerfen, sondern um Teil einer Gemeinschaft zu sein, die den neuen Menschen in neuer Umgebung aufbauen und schöpferisch in allen auslösen wollte. Solch ein Beginnen hat immer etwas romantisch-utopisches.
An der Giebelwand eines freistehenden Hauses im Weimarer Zentrum nahe der Musikhochschule Franz Liszt kann man folgendes Bonmot von Kurt Tucholsky lesen. Wegen ungünstiger Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. Bezogen auf das Bauhaus und die Weimarer Republik könnte eine Paraphrase des Satzes lauten: Wegen ungünstiger politischer Verhältnisse fand die deutsche Bildungsrevolution im Bauhaus statt. Das Ideal umfassender Bildung. Davon träumte die deutsche Sozialdemokratie jahrzehntelang. Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit für alle war eines ihrer großen emanzipatorischen Demokratieziele. 1919 mit der ersten und zweiten demokratischen Regierung unter ihrer Führung schien das Ziel zum Greifen nahe. Doch dann mussten die regierenden Sozialisten eine fatale Übereinkunft akzeptieren, den sogenannten Weimarer Schulkompromiss. Die der zweiten Koalitionsregierung angehörende Christliche Volkspartei, das sogenannte Zentrum, drohte mit der Ablehnung der neuen Reichsverfassung, sofern das Grundgesetz das tradierte dreigliedrige Schulsystem und die Konfessionsschulen abschaffen würde. Schweren Herzens beerdigte die Sozialdemokratie ihren demokratischen Bildungstraum, um nicht das Scheitern der mühselig erarbeiteten Verfassung als Ganzes zu riskieren. Und dort auf dem Friedhof der großen Versäumnisse liegt der Bildungstraum der deutschen Revolution noch heute begraben. Diesen Traum ganzheitlicher Bildung für alle ein gutes Stück weit verwirklicht zu haben, darin liegt zuallererst die Weltgeltung des Weimarer Bauhauses, lange bevor es dank seiner Bauten und seiner designten Produkte weltberühmt wurde. Aber das ist nur das erste aus einer langen Reihe von Missverständnissen. Noch bevor das Bauhaus von der Schule des neuen Denkens zur Schule für neue Gestaltung wurde, die Ästhetik des 20. Jahrhunderts in Marcel Breuers Freischwinger setzte und mit der Wagenfeldlampe neu beleuchtete, erwarb sich die Akademie das Odium einer Brutstätte von Skandalen. Je nach Sichtweise und Standpunkt galt sie als schützenswertes Laboratorium einer gärenden Moderne oder als Hort sinistrer Umtriebe. Ohne diesen früh umstrittenen Ruf hätte der spätere vermutlich weniger weit getragen. So aber haftet heute noch den massenkompatiblen Produktrepliken des Bauhaus, von Marianne Brandts Teegeschirr bis zu den Meisterhäusern in Dessau, das antispießbürgerliche Protestgehen der Bauhaus-DNA an. Mit dem Bauhaus wähnt man sich verlässlich auf der positiven Seite des Fortschritts. Und wenn schon nicht hundertprozentig im ganz richtigen Leben, so doch mindestens im richtig eingerichteten Leben zwischen den eigenen vier Wänden, obschon dort seit langem der frühe Geist des Bauhauses ein Gespenst ist, das mit dem Imbusschlüssel für Selbstbaumöbel beschworen wird. Bauhaus, Schule des neuen Denkens. Feature von Jörg Sobiella. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Rufus Beck und Martin Seifert. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2019.